18 und 9 Monate. Das ist ich meine Zeugerbuch schreibe. Und ich befürchte meine Mutter. Und dann verschiedene artigen Artikel, die sagen, wie ständig und Ordnung abwechseln. Nur gar so oft meine Hauptsächlichen, meinen einzigen Zweck außer den Gesichter verloren haben, nämlich das, was Napoleon betrifft und also denen mag, seinen Charakter darzustellen und dieses so weit als möglich wieder gut zu machen, will ich hier eine kürze Übersicht ersetzen. Und soll aus demselben Grunde 50 alle 3 Monate fortsetzen. Als wir Frankreich verlassen hatten, waren wir einen ganzen Monat lang in den Händen des barbarischen und grausamen englischen Ministeriums geblieben. Dann kam unsere Überfahrt nach St. Helena, die 3 Monate dauerte. Nach unserer Landung bewohnten wir Freies beinahe 2 Monate lang. Eigentlich waren wir seit 3 Monaten in London. Diese 9 Monate werden für diejenigen, welche sich beschlossen hätten, Napoleon zu beobachten, wir ganz verschiedene Epochen ausgemacht haben. Während unseres Aufenthalts in Plymouth blieb Napoleon zurückgekehrt und vollkommen in passivem Zustand, in dem er allen nur die Kraft der Trägheit entgegensetzte. Seine Leiden waren von der Art und so sehr unheilbar, dass er mit solcher Gebung sich den Ereignissen unterwarf. Während der Überfahrt verließen nie Kriegmut bei einer vollkommenen Kriegkotigkeit keine Wutsche. Keine Krage wurde von ihm vernommen. Zwar hatte man für ihn die größte Aufmerksamkeit, und er nahm das an, ohne es zu bemerken. Er sprach wenig und da war der Gegenstand des Gesprächs ohne Besuch auf seine Person. Er ganz einverhofft auf das Schiff gekommen und Zeuge seiner Unterredung gewesen wäre, würde bei weitem nicht daran gedacht haben. Wenn er versiegt hat, der Kaiser weiß nicht. Ich kann ihn in dieser Lage nicht besser schildern, als wenn ich ihn mit jenen vornehmen Reisenden vergleiche, welche man in einer Erfurte an den Ort ihrer Bestimmung bringt. Unser Aufenthalt in Breyers hatte eine andere Gestalt in Napoleon, wenn er auf sich alleine eingeschränkt. Nahm niemanden widmete sich ganz seiner Beschäftigung, schien die Ereignisse und den Menschen zu vergessen und genoss dem Anscheine nach die Ruhe und den Frieden einer tiefen Einsamkeit. Er ließ sich entweder aus der Zerstreuung oder aus Berechtigung nicht einmal so tief herunter die Unannehmlichkeiten oder die Entbehrungen, denen man ihn auffallen, seit unterwarf, zu bemerken, wenn er auch rein. Und da etwas darüber sagte. So geschah es nur, wenn er durch die Zudringlichkeit irgendeines Engländers aufgeregt oder durch die Erzählung der den seinigen widerfahrenen Beleidigungen gereist wurde, der ganze Tag ging bei ihm unter Diktieren hin. Die übrige Seite wurde dazu verwandt, dass er sich bei seinen Vertrauten privat Lübrecker erholte er berührte die europäischen Angelegenheiten nicht, sprach selten von Kaiserreich, sei wenig von Konsulat, aber viel von seinem Generalkommando in Italien. Und noch weiter mehr und wenn er bestanden von den allerkleinigsten Umständen seiner Kinderjahre und seiner ersten Jugend. Damals erschienen diese letzten Gegenstände einen vorzüglichen Reiseführer zu haben. Man hatte sagen mögen, sie verschafften ihm ein vollkommenes Vergessen. Sie gaben ihm sogar Heiterkeit mit diesen
Gegenständen, fragte er beinahe alleine seine zahlreichen Nackel, die gestunden waren, des Spitzergangs im Mondschein zu. Ein Blick gewährte uns Einrichtung in Rang und eine vierte und letzte Schatterung. Diese waren alle unsere Zufahren. Ne? Ich wimmer ich und vorüber. Hände gewesen. Die Lage hier war ständig und drohte von länger Dauer zu sein. Hier sollte in der Tat unser neues Exil und unser neues Schicksal beginnen. Hier sollte die Geschichte sie auffassen. Die Blicke der Welt sollten auf uns gerichtet sein. Der Kaiser, der dieses überreckenden Scheitel bringt, als es von ihm umgibt unter Regel und Ordnung und nimmt die Stellung an, die seine von der Gewalt der Unterdrückten würde gesehen. Er sieht einen magischen Kreis und Sieger her, innerhalb dessen er Sieger von nun ein Kreisen von Punkte zu Punkte gegen Unschickigkeit und ihre Beiden verteidigt. Erlauben uns seinen Verfolgen der Krause nicht mehr. Er nimmt es genau mit den Formen. Er weist jeden neuen Besucher als feindlich ab, die Engländer hatten gar nicht daran geweifelt. Es würde aus der Gefallenheit einer wirklichen Formalität werden. Der Kreis führt sie plötzlich wieder auf für den ersten Tagesruck und beweist man ihm dann die tiefste Beruhigung. Für uns war es keine kleine Überraschung und kein geringes Vergnügen zu sehen, dass so ohne zu wissen wie oder warum offenbar der Kaiser in der Meinung und in den Augen der Engländer gegenwärtig hochherstunde. Als Bücher, wir konnten sogar bemerken, dass er dieses Gefühl bei ihnen sekretärlich verstärkte. Mit uns nahm der Kaiser in seinen Gesprächen wiederum ergänzte die Prüfung der europäischen Angelegenheiten vor. Er setzte die Pläne und das Betragen der Monarchen auseinander. Er setzte ihnen das seine Gerente gegen. Er teilte entschied Sprache von seiner Regierung, von seinen Handlungen. Mit einem Wort, wir hatten und wieder den Kaiser und den ganzen Napoleon in der Tat hat. Er hat nie aufgehört, es für uns zu sein, unsere Ergebenheit und unsere Sorgfalt wären siegreich geblieben. Und von seiner Zeit ließ er uns in keine Rücksicht ein, Veränderung gegen uns fühlen. Nie war seine Laune gegen uns reicher, seine Güte beständiger, seine Zuneigung unveränderlicher in unserer Mitte. Und im Familienzirkel mit uns mag er seine Ausfälle gegen den gemeinschaftlichen Feind. Und gerade diejenigen, welche man im Stärksten finden würde und weil kein Ausdruck seiner Sorge zu sein scheinen, würden fast nur unter Lacken und mit Lustigkeit ausgesprochen, die Gesundheit des Kaisers schien wären bei für unseren. Einzug in Longwood verfloss in 6 Monaten nicht die geringste Änderung erlitten zu haben und doch war die Lebensart so verschieden. Die Stundeneinteilung, die Nahrung, seine Gewohnheiten, alles war gewaltsam verändert worden. Er, der an so viel Bewegung gewohnt war, hatte sich diese ganze Zeit über in seinem Zimmer eingeschlossen gehalten. Die Bäder waren ein Teil seiner Existenz geworden und doch hatte er dieselben entbehren müssen. Nachdem er nach Longwood gekommen war und nachdem er einen Teil dieser Genüsse wieder gefunden hatte, wieder ausgerissen war und die Bäder wieder haben konnte, bemerkte man eine deutliche Veränderung. Es war seltsam genug, dass es so lange ihm alles fehlte, er sich gefunden fühlte. Erst nachdem er besser eingerichtet war, fingen seine Leiden an. Ist es vielleicht
in Physiken, wie in Moleküle, dass es zwischen den Sachen und ihren Wirkungen oft ein längerer Zwischenraum sieht, findet.